Christian Racker von den Freiheitlichen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Vizekanzler und Herr Justizminister, ich darf ganz kurz und in aller Würze auch begründen, warum die FPÖ heute diesem Antrag die Zustimmung erteilen wird, nämlich aus drei Überlegungen. Stellen Sie sich vor, Sie kommen zum Amtstag beim Gericht und die Richterin oder der Richter sagt, wir wollen mit einer Streitpartei einen Vergleich schließen, dann wären dort Gerichtsgebühren in Ausmaß von 50% der normalen Gerichtsgebühren fällig. Sie machen eine Woche später wiederum eine Streitigkeit und kommen dann wieder zum Gericht nach ein paar Wochen und reichen dort einen Schriftsatz ein und Sie vergleichen sich in der ersten Tagsatzung. Dann wird aus diesen 50% der Gerichtsgebühren auf einmal 100% der Gerichtsgebühren. Das heißt, wir haben ein eklatantes Missverhältnis, wenn wir außergerichtlich uns vergleichen oder vor einem prätorischen Vergleich, wie man es nennt, vor dem Gericht und auf der anderen Seite, wenn man vor Gericht geht. Das heißt, die Fragestellung ist, welche Ungleichbehandlung habe ich hier? Das ist mal das Erste. So steht es nämlich im Gesetz. Das Zweite ist, was mich auch schon im Ausschuss aufgestoßen hat, ist, und das habe ich ja der ÖVP mitgegeben, dass sie sich ein bisschen Bedenkzeit, man kann ja auch klüger werden, geben soll, nämlich, dass das Justizbudget um 118% die Gerichtsgebühren über dem Durchschnitt in Europa liegen. Die durchschnittlichen Gerichtsgebühren in Europa sind 18% und die in Österreich sind 118%. Und der dritte Punkt ist, und das ist das Frappierendste, und ich freue mich auf die Verhandlungen in der neuen Periode, dass nämlich diese Gerichtsgebühren nicht dem Justizministerium zugutekommen. Nämlich, sie kommen dem Finanzministerium zugute und er wird dann gnadenhalber das Budget für die Justiz verteilen. Jetzt frage ich Sie, für was habe ich dann Gerichtsgebühren, die ich dann einhebe, um Recht zu bekommen und ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter auszuüben? Das kann ja nicht der Lösung sein. Und wenn Sie, Herr Kollege Maher, am Ende sagen, ja, wir wollen eine große Lösung haben, dann bin ich gespannt, wie wir den Kostenbeitrag erheben werden für Straftäter, für Vergewaltiger, die 50 Euro zu zahlen haben nur und einen minimalen Kostenbeitrag in dieser Republik leisten. Dann werden wir darüber reden, wenn man Freisprüche hat, dass man hier die Budgets für die Anwälte dann auch dementsprechend erhöhen wird. Das sind alles Punkte, die wir auch eingefordert haben, gemeinsam mit dem Herrn vorgehenden Justizminister. Und das erwarte ich mir in dieser Schnelligkeit auch davon der ÖVP, dass sie das zu einem Abschluss bringen. Wenn wir das zusammenbringen, dann sind wir auf einem guten Weg, die Gerichtsgebühren auch hinkünftig dementsprechend zu lösen. Daher ist die FPÖ heute auch ganz klar dafür, diesen ersten Schritt der Entlastung für die Bürger und Bürgerinnen in diesem Land zu setzen. Und damit ist es ein ganz kleiner Schritt in diesem Bereich auch der Gebühren. Danke. Sagt Christian Racker von der FPÖ und